Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es ein weiteres Tabak-Review zu einer Somo-Sorte und zwar geht es um eine von den fünf neuen Sorten und zwar als erstes den Pier. Sollte euch das Review gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Review. Da sind wir wieder mit dem Somo Pier, wie der Name schon sagt, es geht um einen Birnetabak und wie von Somo gewohnt kostet euch die 200 Gramm Dose 16,90 Euro. Als erstes blenden wir euch mal den Kopfbau ein, wir rauchen das Ganze gerade im Solaris mit einer Smokebox oben drauf, zwei Kohlen da drin, zum Anrauchen hatten wir kurz 2,5 und ihr seht im Kopfbau schon Schnitt und Feuchtigkeit, es ist wie von Somo gewohnt eine perfekte Feuchtigkeit, also alles sehr sehr gut aufgenommen, keine überschüssige Molasse in der Dose und der Schnitt ist fein. Mit ein paar Ästchen bei der Dose, muss ich leider sagen. Also ich hatte da auf jeden Fall schon bessere Dosen von Somo. Aber nichtsdestotrotz, wenn man die paar Ästchen, und es sind nicht so viele, aussortiert, lässt es sich sehr, sehr angenehm bauen. Gerade wie wir hier im Solaris. Ein Mehrlochkopf, der mit Smokebox geraucht wird, mit einem Sieb unten drin, das die Löcher verstopft. Also dass die Löcher nicht verstopfen können. Läuft das wirklich sehr, sehr gut und lässt sich sehr, sehr angenehm rauchen. Ich würde sagen, wir kommen aber erstmal zum Geruch und ihr guckt euch bei mir nochmal die Rauchentwicklung an. Es ist jetzt kein Overpack und kein Vollkontakt, da ist wirklich noch Abstand zwischen Tabak und Smokebox, auch nicht die Noppen berühren den Tabak, also wirklich ein Abstandssetup. Ja, wenn ich meine Nase mal kurz reinhalte und dran rieche, muss ich sagen, das Einzige, was ich wirklich rausrieche, ist einfach eine unheimlich gute Frische. Also so eine, die Böhnennote ist eher im Hintergrund. Ihr habt auf jeden Fall so eine sehr gute Frische, aber die Böhnennote lässt sich irgendwie nicht ganz so gut blicken. Wird wahrscheinlich einfach von der Mentholnote übertüncht. Ist aber eigentlich gar kein Problem, weil wir kommen ja auf jeden Fall noch zum Geschmack und da sieht es vielleicht anders aus. Ich rieche aber auch nochmal dran. Also wie Warren schon sagt, hat man auf jeden Fall im Vordergrund eine krasse Frische und man vermisst auf jeden Fall die Birne. Also als ich den gerochen habe, ich glaube, wenn mir den jemand einfach so hinhalten würde und sagt, riech mal dran, würde ich auch nicht auf Birne kommen. Ihr habt auf jeden Fall sowas fruchtig-süßes im Hintergrund, aber wie gesagt, könnte ich das nicht als Birne identifizieren. Im Vordergrund ist wirklich einfach nur so eine süßliche Frische, gemischt von so einer Fruchtsüße. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer zu beschreiben. Es hat mit keinem anderen Birnetabak wirklich was zu tun. Und im Geschmack ist das für mich relativ ähnlich. Also er schmeckt sehr, sehr lecker und ich rauche ihn gerne. Aber so eine wirkliche Birne in die Fresse habe ich da einfach nicht. Er ist lecker frisch, er ist schön süß und er hat so eine ganz leichte fruchtige Note, aber da muss man schon sehr viel reininterpretieren, um bei einer Birne rauszukommen. Also die Birne nicht ganz so gut getroffen für mich, was mich eigentlich überrascht bei Somo, weil wenn ich an die anderen Sorten denke, sind die auf jeden Fall besser getroffen. Aber trotzdem ein leckerer Tabak, irgendwo so ein Zwiespalt, das ist nicht so eine Birne, die man sich vorstellen würde, aber ist trotzdem ein sehr, sehr leckerer Tabak, deswegen irgendwie ein bisschen schwierig für mich. Wie siehst du das? Ja, also beim Geschmack muss ich ganz klar sagen, da kommt auf jeden Fall die Birne definitiv besser rüber. Also es ist nicht mehr so im Hintergrund. Weiterhin habt ihr natürlich diese Frische, die doch eher im Vordergrund ist, aber die Birne kommt auf jeden Fall beim Rauchen besser rüber. Muss aber auch dazu sagen, dass wir zum Beispiel einige andere Sorten besser gefallen haben, wo halt dann wirklich die Fruchtnote wirklich rüberkommt. Nicht wie ganz hier so ein bisschen im Hintergrund und ja, so leicht von der Seite, so hi, ich bin auch da. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Tabak, ich rauche ihn ziemlich gerne. Deshalb würde ich ihm persönlich die 8 Sterne geben. 8 Sterne direkt schon da, muss ich da sagen. So, ja gut, wenn es halt wirklich für einen Birne-Menthol-Tabak bewertet werden müsste, müsste ich mit der Sternenbewertung runtergehen, weil es einfach jetzt nicht wirklich Birne in die Fresse ist, wie du sagst, sondern halt wirklich, wie bei mir, halt eher so im Hintergrund mitschwingt. Von daher, ja, 8 Sterne, weil er einfach gut ist, aber wenn ich jetzt einen Birne-Menthol-Tabak bewerten würde, würde ich eher sagen, das sind vielleicht 5 oder so, weil es okay, einfach... Das ist schon krass. Ja, die Birne ist einfach nicht so präsent. Ja, und ich weiß, was du meinst. Ich bin da genau in demselben Zwiespalt wie du. Ich sage, eigentlich ist es ein leckerer Tabak, aber mir fehlt so ein bisschen die Birne. Aber 5, wenn ich überlege, welchen Tabak sollten wir sonst so 5 geben, finde ich den auf jeden Fall trotzdem besser. Also wenn ich einfach nur den Tabak bewerten soll, ohne jetzt drüber nachzudenken, ob es eine Birne ist oder nicht, würde ich ihm auch so 8 Sterne geben, weil ich rauche ihn wirklich gerne und es schmeckt auch lecker. Aber
die Birne fehlt einfach so ein bisschen, beziehungsweise ist sie nicht authentisch, sondern so ein bisschen verschoben künstlich. Also es ist sehr, sehr schwer zu beschreiben. Ich denke, die Leute, die ihn schon mal probiert haben, werden es auf jeden Fall wissen. Wie viel gibst du ihm denn jetzt an Sterne? Ich gebe ihm final die 8 Sterne, weil er sich einfach gut rauchen lässt. Ich mag es wirklich, ihn zu rauchen. Mhm. Deswegen die 8 Sterne. Aber ich finde einfach, die Birnennote müsste einfach mehr im Vordergrund sein. Mhm. Okay. Also hast du das relativ subjektiv bewertet. Ich versuche das dann objektiv zu bewerten. Dann treffen wir uns da irgendwo in der Mitte. Und ich würde sagen, für einen Birnetabak kann ich ihm leider nur die 6 Sterne geben, weil er einfach nicht so krass nach Birne schmeckt. Es ist jetzt eine der Somo-Sorten, die weniger das trifft, was sie sein soll, aber dennoch relativ gut ist. Deswegen würde ich sagen, treffen wir uns bei den 7 Sternen. Eigentlich ein sehr, sehr leckerer Tabak, der aber leider nicht ganz so krass nach Birne schmeckt. Wir ihn aber trotzdem sehr, sehr gerne rauchen. Deswegen eine etwas komische Bewertung jetzt auch hier. Das ist halt relativ schwierig zu sagen, weil ich meine, irgendwie, man versucht irgendwie einen Tabak zu bewerten, was drinne sein soll. Und gleichzeitig versucht man auch zu sagen, ja, wie schmeckt es denn uns? Ja. Und ja, er schmeckt gut, aber er ist halt einfach ein bisschen zu lasch von den von Birnenflavor her. Von daher ist es halt ein bisschen schwierig zu sagen, aber eigentlich ist es ein guter Tabak. Also definitiv nicht falsch verstehen, 7 Sterne sind auch trotzdem ziemlich solide. Von mir halt sogar die 8 Sterne, wenn ich einfach sage, hey, das ist ein guter Tabak. Von daher kann man eigentlich nicht wirklich drum meckern oder... Auch eine Kaufempfehlung geht auf jeden Fall raus, weil es ist ein guter Tabak. Ihr könnt dann auf jeden Fall rauchen. Wenn ihr jetzt auf mega krasse Frische nicht so steht, würde ich aber persönlich davon abraten, weil er doch sehr frisch ist. Ja, wenn ich gerade rauche, ist es doch fertig. Ja, also ihr merkt schon, wir sind da ein bisschen zwiegespalten. Deswegen schreibt uns gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare, falls ihr den schon probiert habt. Ansonsten, man kann ihn definitiv mal probieren. Es ist kein schlechter Tabak. Er schmeckt gut, aber leider nicht so sehr nach Birne. Wir drehen uns im Kreis. Ich denke, wir beenden das hier. Wir haben versucht, es euch so gut rüberzubringen, wie es geht. Ich denke, es ist uns so halbwegs gelungen. Sollte euch das Video trotz dieser komisch verschobenen Analyse von dem Birne von Somo hier gefallen haben, lasst gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Review, wo das hoffentlich ein bisschen eindeutiger ist. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG. Ciao.